Gelassen ist einfach, wenn man Finanzgeschäfte jederzeit und überall erledigen kann. Die Veranstaltung ist zu Ende gegangen, 100 Tage Bilanz. Was war denn für eine Stimmung hier vorzufinden, beziehungsweise wie haben Sie es denn gelöst, das Präsidium bis hierhin? Ja, Stimmung kann ich nur von der eigenen sprechen. Das Ergebnis ist erstmal ernüchternd, dass man halt schon wieder mit einem Defizit arbeitet. Der Ausblick ist aber positiv, dass man den Förderkreis 1901 zum Beispiel gründet und auch so schnell viele Leute findet in der Wirtschaft, die da mitmachen. Das ist ein tolles Zeichen. Das hieß jetzt eben von Ihrer Seite, das ist ernüchternd, dass jetzt man wieder mit einem Defizit startet. Ist das auch jetzt diesem Präsidium schon zuzuweisen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja jetzt erstmal der Ist-Zustand. Aber die Frage, wie man sich in Zukunft aufstellt, bemisst sich daran, was findet man vor. Und deswegen haben wir erstmal andere Probleme offensichtlich zu lösen, deswegen ernüchternd. Geht man denn jetzt überhaupt hoffnungsvoll aus dieser Veranstaltung für die Zukunft? Als Kickers-Fan guckt man immer nach vorne. Das Fazit zur ersten 100-Tage-Veranstaltung des Präsidiums. Ja, war natürlich, was die Zahlen betrifft, nicht so ganz so hübsch, aber ist auch nicht völlig überraschend. Und natürlich hoffe ich, dass das jetzt mal, dass man da irgendwann mal Vollzug melden kann, was die Abwicklung mit den Gläubigern betrifft. Und ansonsten bin ich froh, dass es diese Veranstaltung gegeben hat, dass sie auch noch wahrscheinlich erneut in einem gewissen Abstand wieder stattfinden. Ja. Das Präsidium hat ja gesagt, es bedankt sich dafür, dass Vertrauensvorschuss erbracht wurde. War denn das gerechtfertigt, wenn man das heute hört? Ja, also nach 100 Tagen, die Bilanz ist doch so, dass es da zwei, drei positive Sachen gibt, wie diese 1901-Geschichte, wo man sagen kann, dieses strukturelle Defizit des Vereins ist damit erstmal für die nächsten drei Jahre weg. Und das ist schon mal ein toller Erfolg. Und ansonsten, ja, ich sag mal, sportlich, wir haben 7 Punkte geholt aus 3 Spielen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Pokal, haben wir noch eine große Zukunft vor uns. Ja, also du guckst durchaus auch positiv in die Zukunft, was den Hof hier angeht. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der Aufstieg war in Worms, aber Pokal kommen wir noch weiter. Was die Leute machen, das finde ich gut. Ich denke, dass wir da ein gutes Präsidium gewählt haben. Man muss natürlich den Leuten Zeit geben, mit Sicherheit die Saison. Und dann muss man sehen, was sich nächste Saison verändert. Sie sind ja nicht nur aktiv geworden, Sie sind ja auch kreativ geworden. Da gibt es einmal den Club 1901. Ja. Sage und schreibe, was hat er gesagt, 40, 50 Mitglieder schon? Ja, ich denke halt auch, dass man hier gelernt hat, wie die Dame dann halt auch angesprochen hat, noch in kleineren Dimensionen zu denken. Früher hieß es immer, gib mal 20, gib mal 25. Dann haben die Leute gesagt, du, meine Firma läuft auch nicht mehr so. Aber 1901 im Zeitalter des Euros ist überschaubar. Ja, aber hier geht es ja um 1.900 Euro. Ja, und davon 40 Unternehmen, wir sind jetzt bei 80.000 Euro, die den Etat decken können. Ich sag ja, 1901 Euro ist Geld, was man von mittelständischen Unternehmen, auch vielleicht sogar noch von Privatleuten bekommen kann. Man bietet halt nicht gleich wieder 15.000, 20.000, 25.000 Euro, die als Unterstützung kommen sollte, sondern man geht mehr in die Masse und es ist immer besser, 100 Sponsoren zu haben wie nur 10, weil wenn bei 100 einer wegfällt, habe ich noch 99. Ja, wir haben jetzt einiges gehört, wie man das geerbte Defizit so begleichen will. Da gab es einmal die Aktion 1901, da sind schon 70.000, 80.000 Euro eingegangen. Und dann war ja noch die Rede von einem Testspiel, Freundschaftsspiel gegen einen internationaler Größe. Wie glaubhaft muss man das erwarten können? Ja, ich denke, wir können unserem Präsidium vertrauen. Sie haben klar ihren Standpunkt dargemacht und durch die Kontakte, die auch im neuen Präsidium vorhanden sind, halte ich es für nicht unrealistisch und es wäre doch für uns Fans was ganz Tolles, hier mal wieder ein ausverkauftes Haus am Biberer Berg zu haben. Hatten wir lange nicht mehr.
Die Leute, die jetzt frisch gewählt worden sind, haben ja um Vertrauensvorschuss gebeten. War das bis hierhin gerechtfertigt, wenn man jetzt nach 100 Tage Bilanz so hier das sieht? Absolut. Ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch. Generell war es ja auch ein Präsidium ohne Gegenkandidat. Allerdings muss man sagen, fand ich, haben sie das heute sehr gut, sehr souverän gemacht. Und auch die Ergebnisse, auch der Förderkreis für die Jugend, sprechen ja auch eindeutig für sich. Transparenz ist ja immer so eine Geschichte. Einerseits will man alles wissen und sehen und dann gibt es natürlich doch Sachen, die man eigentlich doch gar nicht so vielleicht sehen und hören will. War das in Ordnung mit der Menge der Transparenz oder ja vielleicht schon ein bisschen zu viel? Nein, ich denke, gerade auf der Erfahrung der letzten Jahre muss man sagen, der Verein hat eher immer zu wenig preisgegeben. Und jetzt mal rechtzeitig, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Hand zu heben, zu sagen, das ist der Stand der Dinge, so ist es derzeit, finde ich absolut sehr transparent und stärkt auch das Vertrauen von Fans und denke ich auch im Sponsoren- und Unterstützerkreis. Okay, vielen Dank. Ehemaligen Verwaltungsrat hier, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, was denn dann die Nachfolger und die Kollegen machen. Wie sind sie denn rübergekommen? Also ich glaube, dass wir jetzt ein sehr seriöses Präsidium haben, dass hier gut seriös gearbeitet wird, was natürlich ein bisschen schockierend ist, dass wir schon wieder Schulden haben, aber ist wohl so. Aber ich habe großes Vertrauen in das neue Präsidium, meine ich, als Team. Was waren so die Highlights? Worin ist das Vertrauen begründet? Was hat das Präsidium getan, gemacht oder auch unterlassen, was das Vertrauen begründet? Einfach von den Personen, die so rüberkommen, ich meine, es ist relativ transparent berichtet worden, ja. Nicht bis ins letzte Detail, das geht wohl gar nicht, aber ich vertraue den Leuten. Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Team. Die drehen mir in richtigen Ansätzen an, dass wir nachhaltig arbeiten müssen, dass man im Prinzip jeden Euro, den man ausgibt, erstmal verdienen soll. Was relativ neu wäre für Kickersoft. Ich hoffe, wir können den Weg erfolgreich gehen. Und was mir auch gefallen hat, dass halt gesagt wird, wir müssen den Aufbau von unten haben, U23, Nachwuchszentrum oder Leistungszentrum. Ich bin einfach, als Kickers-Fan muss man Optimist sein. Ich bin Optimist, dass es wieder nach vorne geht. Vielen Dank. Ja, da ist er, der Präsident. Nach 100 Tagen wird meistens Bilanz gezogen. Die Fans hatten heute die Gelegenheit dazu. Wir haben so ein bisschen uns rumgehört. Gab jetzt nur durchweg positives Feedback. Wir hätten natürlich auch gerne mal eine kritische Stimme mit aufgenommen. Ist das auch so bei dir angekommen? Ja, das ist schon bei mir so angekommen. Ich habe aber trotzdem damit gerechnet, dass mehr kritisch nachgefragt wird, auch vielleicht nach dem ein oder anderen Detail. Aber ja, wenn die Mitglieder zufrieden sind mit dem, was wir berichtet haben, ja, dann bin ich es auch. Da gab es ja schon ein paar besonders hervorzuhebende Geschichten, zum Beispiel den Club 1901, dass schon sich so viele Unternehmen oder Partner gefunden haben, sicherlich sehr lobenswert. Dann hast du ein bisschen Geheimniskrämerei betrieben, da gibt es ein tolles Vorbereitungsspiel, Testspiel, wie auch immer. Internationaler Flair soll auf Biebershöhen hier einwehen. Was kann man dazu sagen? Ja, also wir sind dabei, ein Freundschaftsspiel zu organisieren gegen eine Top-Mannschaft, mutmaßlich aus Europa. Die kann aus England kommen, aus Spanien, aus Italien, vielleicht aber auch aus Deutschland. Wichtig war, dass wir einen Termin finden und wichtig ist natürlich, dass diese Mannschaft auch zur Verfügung steht. Und da sind wir gerade dran, da bin ich gerade dran, das Ganze zu managen, mit den Leuten zu sprechen. Ich kann jetzt nicht zusichern, es wird jetzt 100% klappen und es wird 100% eine Mannschaft sein, die ständig im Halbfinale der Champions League steht, aber das ist unser Ziel, um einfach einen attraktiven Gegner hier nach Offenbach zu bringen, um ein Stück weit auch das finanzielle Gap, das wir haben, schließen zu können. Der Anspruch war ja, oder zumindest das Ziel ist ja dabei, ein fast volles Haus zu bekommen oder ein ganz volles Haus am besten zu bekommen. Das müsste ja dann schon ein sehr attraktiver Gegner sein. Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt einen Gegner zu finden, wo 10.000 oder 12.000 Zuschauer kommen. Das ist auch schön, aber die Kosten, die wir haben bei der Spielabwicklung, gehen natürlich davon ab. Und Sinn macht es wirklich nur mit der ganzen Vorbereitung, ja, dass wir irgendeinen Gegner bringen, wo wir ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ausverkauftes Stadion haben. Wir haben ja gehört, dass ihr ganz schön viele Dinge in der Breite so angefasst habt. Das Präsidium ist ja auch ziemlich breit aufgestellt. Rückblickend, wahrscheinlich war das auch der richtige Weg. Mit einem kleineren, engeren Präsidium wäre es wahrscheinlich auch ganz schwierig geworden. Ja, absolut. Also was wir versucht haben, war für jeden
Teilbereich einen Spezialisten bei uns im Präsidium zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ohne Remo Kutz, der als Geschäftsführer eingesprungen ist, hätten wir zum Beispiel diese Personalie Geschäftsführer ja so überhaupt nicht treffen können, weil einfach das Geld nicht da gewesen wäre, jetzt einen neuen Geschäftsführer einzustellen. Das war aber nicht unser Plan. Aber ohne ja, diese Möglichkeiten, die wir aus dem Präsidium heraus durch, ich bezeichne das immer so als duale Präsidiumsfunktion, dann dementsprechend managen können, wäre es schwierig. Genau das gleiche mit Seat, ja, der auch ehrenamtlich den Oliver Reck in diesem Bereich technischer Direktor unterstützt, der Michael in dem Bereich, die Barbara, die uns alles abnimmt im Bereich der Abteilungen, der Markus mit seiner Expertise im Bereich Bilanzen, Wirtschaft. Also das wäre mit weniger Leuten nicht gegangen. Das war ja zwar eine geschlossene Veranstaltung hier, aber man kann ja schon so ein bisschen sagen, dass es auch weiterhin schwierig wird. Man muss erst noch einiges an Hausaufgaben erledigen. Ja, absolut. Wie gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass die GmbH im absolut ruhigen Fahrwasser ist. Da reden wir jetzt nicht über 10.000 Euro plus oder minus. Aber das Gap, das vielleicht bei 500.000 liegen kann, ist schon mal eine Hausnummer. Und das jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten zu schließen, wird schwierig. Der e.V., das war klar, das war jetzt keine Überraschung. Insbesondere was die Gläubigersituation betrifft. Und dieses strukturelle Defizit, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das relativ schnell schließen. Der Michael Rilic hat es vorgestellt, wir haben innerhalb einer Woche schon über 40 Leute, die bereit sind, in diesen 1901-Club einzusteigen. Und wir haben noch nicht begonnen, wirklich aktiv und sehr intensiv mit weiteren Unterstützern zu sprechen, sodass ich 100% davon überzeugt bin, dass wir diese Zahl 100 erreichen, wenn nicht sogar mehr.